genug des Gejammers und genug der Schwierigkeiten. In Teil 5 versuchen wir mal aufzuzeigen, wie man in den Direktzugang kommen kann. Und das kann man hier ganz gut sehen. 460 Millionen Menschen haben die Möglichkeit, zur Therapie zu gehen, ohne dass sie dazu eine ärztliche Verordnung brauchen. Das ist schon mächtig. Und diese 460 Millionen Menschen weltweit, die haben es besser als die Menschen in Deutschland. Weil in Deutschland muss man immer über den Umweg einer ärztlichen Verordnung zum Therapeuten gehen. Warum eigentlich? Das bedeutet nur mehr Kosten, mehr Aufwand, mehr Verwaltung und schlechtere Abstimmung. Und die Frage, wie man jetzt zum Direktzugang kommt, die haben wir versucht, in einer Reformübersicht mal zu machen. In dieser Übersicht über die Reform haben wir einmal hier das Thema Ausbildung. Wir brauchen Ausbildung, einmal eine staatliche Finanzierung, einmal eine inhaltliche Erweiterung, die es möglich macht, die Voraussetzung dafür zu schaffen, auch im Direktzugang arbeiten zu können. Der zweite Punkt ist die Selbstverwaltung. Wir müssen irgendwie Qualitätsstandards in der Branche durchsetzen. Wir müssen die Approbation zum Direktzugang regeln. Wir müssen Berufskodex durchsetzen können. Wir müssen Leute abmahnen können, wenn sie nicht an Regeln halten. Das geht tatsächlich nur über eine öffentlich-rechtliche Selbstverwaltung, egal wie man sie dann auch nennt. Und der dritte Teil ist Mitwirkung. Wir müssen am GBA mitwirken, damit wir den Heilmittelkatalog beeinflussen können. Wir müssen die Öffnung der GKV für den Direktzugang organisieren und wir müssen Einfluss haben auf das Vergütungsverhalten der Ärzte und müssen dafür auf das Vergütungsverhalten der GKV und müssen dazu eben auch in diesem GBA mit drin sein. Und wenn diese drei Säulen stimmen, dann haben wir nachher Heilmittelerbringer im Direktzugang, meinetwegen auch ohne Direktzugang, also ganz klassische Heilmittelerbringung. Und damit können wir dann die Bevölkerung dabei unterstützen. Man darf ja nicht vergessen, das Ganze passiert vor dem Hintergrund, dass wir immer mehr Diagnosen haben, die Heilmitteltherapie bedürftig sind. Schlaganfallpatienten, Patienten, die OPs haben, Endoprothesen, Exoprothesen. Wir haben eine ganze Reihe von Patienten, die therapiebedürftig sind. Und wir haben eine ganze Reihe von Indikationen, bei denen innerhalb von Deutschland eine Unterversorgung besteht. Das hat die Barmer Ersatzkasse ja mal sehr schön in ihrem Heilmittelwirtschaftsbericht, ich glaube 2013, rausgearbeitet. Und wenn wir nicht in eine Unterversorgung der gesamten Bevölkerung auf breiter Linie reinarbeiten wollen, dann müssen wir dringend diese hier vorgestellten Reformschritte umsetzen, damit wir schnell zu einer Verbesserung der Situation kommen. Und das ist der Heilmittelwirtschaftsbericht. Hier hinten nochmal zusammengefasst, die Thesen in der SWOT-Analyse. Welche Chancen und welche Risiken bestehen da. Das ist wichtig, dass wir uns da hinsetzen und da Gas geben, dafür sorgen, dass wir hier vorwärts kommen. Dazu beitragen wird der Heilmittelwirtschaftsbericht 2018 und UP-Abonnenten können den einfach anfordern und alle anderen können ihn im Shop kaufen. Das ist Material, was man gut nutzen kann, um Politikern im Land und im Bund zu erklären, was das Problem der Branche ist, was man als Diskussionsgrundlage nehmen kann, was man auch anzweifeln kann, was man unterstreichen kann, was man ergänzen kann. Und wenn jemand Interesse hat, bestimmte Themen im nächsten Heilmittelwirtschaftsbericht im nächsten Jahr zu sehen, dann einfach eine E-Mail schicken an mich und ansonsten gleich besorgen und lesen. Vielen Dank.